Meine Freunde, ihr kommt, ey, die armen Menschen, die das alles glauben, ihr kommt mit der Manipulation nicht mehr hinterher. Es ist so krass. Sie versuchen alles, um euch da irgendwie in dieser Katastrophe zu lassen. Alles. Meine Freunde, sich abzukoppeln ist keine Option mehr und wäre schön. Es ist heutzutage ein Muss. So, meine Freunde, jetzt geht's gleich auf die Fähre. Da hinten ist Mykonos. Ja, meine Freunde, das Runterladen, dass man immer solche Sachen sagen muss, das ist unfassbar. Es steht auch überall. Das Runterladen von den Videos ist illegal, hochgradig illegal. Und ich kümmere mich nicht darum. Es geht von der IT zur Kanzlei und dann zu euch. Warum? Man wird so nicht erfolgreich, okay? Man wird nicht mit Klauen und hinten rumziehen und diese ganzen Sachen. Man wird so nicht erfolgreich, okay? Das Matrix-Prinzip ist schon das Beste, was ihr überhaupt in eurem Leben für Preis-Leistung überhaupt investieren könnt. Warum dann auch noch klauen? So, es ist einfach nicht geil, meine Freunde. Machen zum Glück nicht viele, aber die es machen, lasst es lieber. Es wird einfach viel, viel teurer. Es lohnt sich. Und gleich geht's da drauf. Bis später. Meine Freunde, ich bekomme jetzt 500 Nachrichten auf einmal. Ja, Sessi, ich habe das auch gemacht. Löschen. Ich sage nichts anderes. Löschen. Ihr braucht mich nicht anzuschreiben. Ich kriege gerade zu viele Nachrichten. Einfach löschen. Ich sage individuell nichts anderes, okay? Ich muss euch nicht warnen. Okay, dann sage ich nichts und dann kriegt ihr eine Post. Wollt ihr das? Nein. Löschen. Highlife in Tüten, meine Freunde. Highlife in Tüten. So, ich gönne mir wieder genau den gleichen Proteinshake, den ich hier schon mal hatte. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr fleißig verfolgt. Stressfreier, emotional freier, ja, sein Leben zu leben und wirklich ein richtig gutes Leben zu leben. Man lernt ganz viel, also man bekommt ganz viel Wissen an die Hand und ganz viele Techniken an die Hand, um wirklich das Gelernte auch umzusetzen und Erfolge in seinem Alltag einfach zu erfahren. Wir haben viele Koffer. Das ist mal wieder richtig anstrengend. Da ist der Mond, da ist der Sonnenuntergang. Richtig, richtig schön.
meine Freunde, das war richtig anstrengend. Ey, es gibt einige Neuigkeiten. Ach ja, das Mykonos-Video, irgendwie ist nicht hochgeladen. Ich muss gleich den Computer auch noch aufschlagen, noch mal gucken. Dann lade ich es irgendwie morgen Mittag oder so hoch. Mal schauen. So, dann, wir hatten 6 große Koffer dabei. 3 kleine, also 9 Koffer insgesamt. Und mit dem Boot da, das ist nicht wie in Dubai, dass dir überall Leute helfen. Du musst da hoch, alles mit den Kindern, mit den energiegeladenen Welpen, die von rechts nach links springen. Das war echt krass. Und dann in Heraklion angekommen und Hanya ist nochmal 2 Stunden im Auto. Da hatten wir 2 Autos gebucht wegen dem ganzen Gepäck. Waren gar nicht da. Ein Auto haben wir gar nicht gekriegt. Es hat jetzt zum Glück alles in ein Auto gepasst. Ey, frag nicht nach Sonnenschein, ey. Ja, und es kann auf jeden Fall sein, dass das eine Auto, dass wir da eine Anzahlung von 500 Euro umsonst gemacht haben, dass es eine Ghost-Firma ist, die es gar nicht gibt und dass wir betrogen wurden, kann gut sein. Das müssen wir morgen nochmal klären. Aber der Fokus, meine Freunde, soll immer da sein. Was alles positiv ist, dass wir zum Beispiel gesund und munter angekommen sind, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, Urlaub zu machen und so. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr krass heute. Und ja, zu den ganzen Reisebestimmungen und so. Boah, ihr müsst einen Test haben, ihr müsst das nachweisen, ihr müsst das ausfüllen. Banane, gar nichts. Es wurde einfach gar nichts gefragt. Einfach gar nichts. Da sind die Menschenmassen, die haben gerade noch geschafft, die Tickets abzustempeln und dann hoch fertig und Maske auf, nicht auf. Ich hatte nicht einmal eine Sekunde eine Maske auf, hat auch keiner was gesagt. Und Banane, alles Banane, Banane. So, jetzt muss ich nochmal auf das Thema, ich hoffe, das Thema ist schnell vorbei, eingehen. Es ist nicht erlaubt, Videos runterzuladen, auf seinem Computer zu speichern, da ein Leben lang zu haben und das wild zu verteilen. Das ist mein geistiges Eigentum und das kann man nur im Programm streamen. Und wenn man ein Update buchen will für ein weiteres Jahr, kann man das nur für 10%, also für praktisch gar nichts, verlängern. So, das war's. Ganz einfach. Ihr könnt die Videos so oft gucken, wie ihr wollt, hoch, runter, fertig, dies, das, Ananas. So, aber dass ich mein geistiges Eigentum schütze und das ist bei Infoprodukten normal, das ist normal, das macht jeder, das ist ein Muss. So, und einige haben sich persönlich angegriffen gefühlt oder so. Das ist eine Rundmail gewesen, die ging an 80.000 Leute. Wir haben die Benachrichtigung von der Anwaltskanzlei über die IT-Firma bekommen und ich habe nur gewarnt. So, ich habe gesagt, ey, gewarnt, löscht alles, es ist nicht erlaubt. So, wenn ihr es aus Versehen gemacht habt, macht es, weil ich will nicht, dass das rausgeht, weil es geht nicht über mich. Ich habe damit nichts zu tun, ich habe auch mit den ganzen Abrechnungen nichts zu tun, deswegen nehme ich externe Firmen wie Digistore, Codecard da rein, weil ich nicht die einzelnen Rechnungen schreiben will oder Mahnung rausschicken will oder diese ganze Kacke, dieses ganze Bürokratische, das mache ich nicht. So, ich habe euch gewarnt, weil es mir nicht um Geld geht. Weil sonst könnt ihr einfach sagen, ja, mahnen alle ab, mach. Nein, ich warne euch deswegen. Das ist nett, dass ich das mache. Und dass ich mein geistiges Eigentum schütze, ist normal. Und da sollte niemand ein Problem mit haben, oder? Aber wenn irgendjemand aus dem Team Coach Cecil, weil das ist kein Team Coach Cecil, ein Problem damit hat, dass ich mein geistiges Eigentum schütze, nachdem ich jeden Tag 7 Stunden kostenlos Fragen beantworte, jeden Tag Stories hier auf Instagram für euch mache, YouTube-Videos, 500, alles umsonst. Wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich mein geistiges Eigentum schützen will, dann schreibt mich gerne an, weil mit solchen Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten. So, sage ich nicht immer zu allen meine Meinung ehrlich genug? So, ja, natürlich möchte ich mit solchen Menschen nicht zusammenarbeiten. Wer das nicht versteht, dass das normal ist, jeder, der ein Infoprodukt macht, hat die gleiche Regulation, weil das normal ist. Wer das nicht versteht, soll mich anschreiben, kann nicht mehr im Team sein. Möchte ich nicht. Ich möchte nur mit Leuten zusammenarbeiten, die auch Ziele erreichen können im Leben, weil so erreicht man keine Ziele im Leben. So ist es.